Unter dem turbulenten Himmel einer im Krieg befindlichen Welt, wo jede Sekunde im Einklang mit dem Herzschlag von Millionen schlug, die auf ihr Schicksal warteten, war die alliierte Streitkräfte von einem Schleier des Geheimnisses umhüllt. Während die Kriegsmaschinerie des Zweiten Weltkriegs unentwegt mahnte, nahmen eine Reihe von verdeckten Projekten flugwörtliche Flüge der Fantasie, die den Seiten der Science-Fiction zu entstammen schienen. Willkommen im versteckten Arsenal des Zweiten Weltkriegs, wo die geheimsten und bizarrsten Waffen im Namen des Sieges konzipiert wurden. Stellen Sie sich das Jahr 1942 vor, eine Zeit, in der die Verzweiflung an den Köpfen der Militärstrategen kratzte. Betreten Sie die Fledermausbombe, ein Konzept, so abwegig wie sein Name vermuten lässt. Stellen Sie sich eine Bombenhülle vor, nicht gefüllt mit Sprengstoff, sondern mit Winterschlaf haltenden Fledermäusen, jede ausgestattet mit einer winzigen, brandstiftenden Ladung, entworfen, um Städte in einem Feuersturm des Chaos zu entzünden. Er träumt von einem Zahnarzt und befürwortet von Persönlichkeiten wie Lytle S. Adams, war es ein Plan so kühn, dass er ins Absurde abdriftete. Dann gab es das Projekt der taubengelenkten Rakete, ersonnen von dem berühmten Verhaltensforscher B.F. Skinner im Jahr 1943. Das waren nicht ihre gewöhnlichen, im Park lebenden Tauben, sondern gefiederte Piloten, trainiert auf Ziele zu picken, um Raketen mit unheimlicher Genauigkeit zu steuern. Können Sie sich den Anblick vorstellen? Vögel, die Inbegriffe des Friedens, verwandelt in geflügelte Flieger, die Instrumente der Zerstörung leiten. Und inmitten der eisigen Gewässer schlug Projekt Habakuk vor, aus den Eisbergen des Nordatlantiks einen unsinkbaren Flugzeugträger zu meißeln. Konzipiert von Geoffrey Pike im Jahr 1942, sollte diese gefrorene Ungeheuerlichkeit aus Pykrete geschnitzt werden, einer Mischung aus Eis und Holzschliff, scheinbar unzerstörbar und unempfindlich gegen die Torpedos der herumschleichenden U-Boote. Im Schatten dieser verdeckten Operationen erinnern wir uns an die Worte von Sir Winston Churchill. In Kriegszeiten ist die Wahrheit so kostbar, dass sie immer von einem Leibwächter aus Lügen begleitet sein sollte. Wenn wir in diese Geheimnisse eintauchen, fragt man sich, wie viele weitere Lügen schützten die Wahrheit über die bizarrsten Kriegsexperimente der Alliierten? Begleiten Sie uns, wenn wir die Schichten der Geschichte zurückziehen, um das volle Spektrum des geheimen Waffenarsenals der Alliierten zu enthüllen. Von Fledermausbomben bis zu Taubenpiloten, von riesigen Bergschiffen bis zu den unzähligen anderen Erfindungen, gehüllt in Geheimhaltung. Willkommen im Tagebuch von Julius Caesar. Vogelasse und Fledermaus-Saboteure. Gefiederte und geflügelte Waffen des Zweiten Weltkriegs. Im Theater des Zweiten Weltkriegs, einem Konflikt, der beispiellose technologische Innovationen erlebte, stammten einige der außergewöhnlichsten Waffenkonzepte nicht aus dem Bereich der Maschinen, sondern aus dem Tierreich. Zu diesen gehörten die von Amerika initiierten Fledermausbomben und von Tauben gelenkten Raketen, Projekte, die sich anhörten, als wären sie den Seiten eines Pulp-Science-Fiction-Romans entnommen und nicht den Annalen der Militärgeschichte. In den frühen 1940ern, als die Vereinigten Staaten danach strebten, im Pazifiktheater einen Vorteil zu erlangen, schlug ein Zahnarzt aus Pennsylvania namens Lytle S. Adams einen Plan vor, der ebenso abenteuerlich wie genial war. Adams, inspiriert nach einem Besuch der Karlsbadhöhlen, schlug vor, Fledermäuse als lebende Träger von Brandvorrichtungen zu verwenden. Die Idee, die als Projekt X-Strahl bekannt werden sollte, war, winzige Bomben an Fledermäusen zu befestigen und sie über japanischen Städten abzusetzen. Die Theorie war, dass die Fledermäuse bei Morgendämmerung in den Dachvorsprüngen und Dachböden der größtenteils hölzernen japanischen Gebäude nisten würden und als unfreiwillige Brandstifter wirkten, wenn Zeitschalter die Bomben auslösten. Der Plan nahm Flügel mit der Unterstützung des National Defense Research Committee und erregte sogar die Aufmerksamkeit von Präsident Roosevelt, der berühmt äußerte, dieser Mann ist kein Spinner. Es klingt nach einer vollkommen wilden Idee, aber es ist wert, erforscht zu werden. Das Militär testete verschiedene Fledermausarten, bevor es sich für die mexikanische Bulldog-Fledermaus entschied, aufgrund ihrer Ausdauer und Fähigkeit, eine Nutzlast zu tragen. In Tests, die 1943 in Utah und New Mexico durchgeführt wurden, erwiesen sich die Fledermausbomben als bemerkenswert effektiv darin, Brände über ein weites Gebiet zu entfachen. Das Projekt wurde jedoch zugunsten der Atombombe eingestellt, mit einer Investition von über 2 Millionen Dollar
und der Verwendung von über 6000 Fledermäusen. Parallel zur Fledermausbombe nahm ein weiteres vogelzentriertes Projekt Gestalt an, angeführt von dem berühmten amerikanischen Verhaltensforscher B.F. Skinner, bekannt als Projekt Taube, später umbenannt in Projekt Orkon für organische Kontrolle, glaubte Skinner, dass Tauben trainiert werden könnten, um Raketen zu ihren Zielen zu leiten. Unter Verwendung der Prinzipien der Operantenkonditionierung trainierte er Tauben, auf ein Bild des Ziels zu picken, das auf einem Bildschirm im Nasenkegel einer Rakete angezeigt wurde. Pickten die Tauben auf den Bildschirm, signalisierte dies den Steuerflächen der Rakete, ihren Flugpfad anzupassen. Bemerkenswerterweise erwiesen sich die Tauben während der vorläufigen Tests als zuverlässig und genau in ihrer Aufgabe. In einem Fall traf eine von Tauben gelenkte Rakete ein Ziel genau nach einem Flug von über 5 Meilen. Trotz des Erfolges wurde das Projekt mit Skepsis und letztendlicher Einstellung betrachtet, da man glaubte, dass elektronische Führungssysteme mehr Versprechen hielten und mit weniger logistischen Herausforderungen konfrontiert waren. Das Vermächtnis dieser tiergeführten Unternehmungen ist so kurios wie tiefgreifend. Sie wurden geboren aus einer Konvergenz von Kreativität, Verzweiflung und der Bereitschaft, jeden möglichen Weg zum Sieg zu erkunden. Obwohl keines der Projekte tatsächlich im Kampf eingesetzt wurde, trugen sie zum breiteren Verständnis der Lenkraketentechnologie und der Verwendung von Tieren in der Kriegsführung bei. Gespenster des Krieges, die trügerische Macht der Geisterarmee. Im Schatten des Zweiten Weltkriegs, inmitten des Getöses entscheidender Schlachten und des Dröhnens von Motoren, gab es eine Armee, die in Stille und der Kunst der Täuschung gedieh, die 23. Hauptquartierspezialtruppen des Heeres der Vereinigten Staaten, dramatischer bekannt als die Geisterarmee. Die Mission dieser einzigartigen und geheimen Einheit war es, den Feind zu täuschen, zu verwirren und zu manipulieren, indem sie ein Arsenal von Illusionen und Einfallsreichtum anstatt roher Gewalt einsetzte. Aktiviert im Januar 1944, war die Geisterarmee ein eklektisches Ensemble von 1100 Männern, handverlesen aus Kunstschulen, Werbeagenturen und technischen Hochschulen, beauftragt mit der Schaffung einer reisenden Militärimitationsschau. Sie waren die Magier des Schlachtfeldes, die flüchtige Flotten von aufblasbaren Panzern, Phantomdivisionen von Truppentransportern und geisterhafte Konvois von Lastwagen beschworen, alle entworfen, um aus der Ferne oder aus der Luft von feindlicher Aufklärung und Geheimdiensten als formidable Kräfte wahrgenommen zu werden. Ihre Werkzeuge waren unkonventionell, Gummi, Leinwand und Kreativität. Die aufblasbaren Panzer, die lediglich 42 Kilogramm wogen, konnten von einigen Männern in wenigen Minuten errichtet werden und verwandelten eine karge Landschaft in einen Bienenstock militärischer Macht, der aus der Distanz oder aus der Luft nicht vom Echten zu unterscheiden war. Tontechniker der Truppe würden eine Kakophonie von vorab aufgenommenen Geräuschen, wie das Klirren von Rüstungen, den Bau von Brücken und das monotone Brummen von Motoren aus Lautsprechern, die im Gebüsch versteckt waren, übertragen und gaben so ihrem stillen Heer Leben. Das Repertoire der Täuschungen des 23. war nicht nur auf visuelle und akustische Tricks beschränkt. Funker führten eine Symphonie falscher Übertragungen durch, ein komplexes Netzwerk von inszenierten Plaudereien, die von deutschen Kräften abgefangen werden würden. Diese Übertragungen wurden sorgfältig gestaltet, oft im Einklang mit tatsächlichen alliierten Operationen anderswo, um überzeugende Darstellungen von Einheiten zu schaffen, die nicht existierten. Ihre Operationen erstreckten sich über das europäische Kriegstheater, von Frankreich bis Deutschland, mit ihrer ersten großen Vorstellung in der Normandie, kurz nach dem D-Day, wo sie die 30. und 79. Division nachahmten, deutsche Kräfte von den tatsächlichen Positionen der amerikanischen Truppen ablenkend. Vielleicht war ihr berühmtester Akt die Operation Viersen, bei der sie sich als eine 33.000 Mann starke Kraft ausgaben, komplett mit Panzern und Artillerie, und trugen so zur Eroberung der Rheinbrücke bei Remagen bei, indem sie feindliche Einheiten dazu brachten, die falsche Position zu verteidigen. Anekdoten über ihre Heldentaten gibt es zuhauf, wie Soldaten, die nachts hölzerne Artilleriestücke bewegten, während sie vollständig vom Feind gesehen wurden, oder Lastwagen mit Leinwandüberzug fuhren, die auf sich wiederholenden Routen fuhren, um Verkehr zu simulieren. Ihre Anwesenheit war oft ein offenes Geheimnis unter den höheren Ebenen des alliierten Kommandos,
Doch die Deutschen, Italiener und sogar die Japaner entlarvten niemals die Illusion. Sie schrieben ihre Unfähigkeit, diese Geisterdivisionen zu bekämpfen, ihren eigenen Fehlern zu, statt alliierter List. Die Wirksamkeit der Geisterarmee ist schwer zu quantifizieren, aber ihre Fähigkeit, deutsche Kräfte irrezuführen und umzuleiten, rettete unzählige alliierte Leben und beschleunigte das Kriegsende. Ihnen werden über 20 Operationen zugeschrieben, jede mit ihrem eigenen Skript, Ensemble und Bühne, wo die Grenze zwischen Theater und Kriegsführung zu einer undeutlichen Linie verschwamm. Die Geisterarmee wurde offiziell am 15. Juni 1945 aufgelöst. Ihre Existenz blieb jahrzehntelang nach dem Krieg ein Geheimnis. Heute ist ihre Geschichte eine von Kreativität im Chaos. Ein Zeugnis für die Macht der Innovation in der Kriegsführung. Sie stehen als Tribut an diejenigen, die nicht mit Waffen, sondern mit Verstand kämpften, die das Gewehr gegen das Radio und den Panzer gegen die Plane tauschten. Ihr Erbe ist nicht in den Annalen der Gefallenen eingraviert, sondern in den leisen, gespenstischen Fußspuren, die sie über die europäische Landschaft hinterließen. Eine Phantomkraft, die gefühlt, aber nie gefunden wurde. Ein Flüstern des Krieges, das in der Stille Bände sprach. Die gefrorenen Leviathane des Atlantiks, Operation Habakuk und ihr eisgeprägter Ehrgeiz. Mitten im Aufruhr und den Innovationen des Zweiten Weltkriegs wurde ein Plan von herkulischer Ambition geboren, codenamens Operation Habakuk. Ihr Ziel war so kühn wie unorthodox, eine Flotte schwimmender Flugfelder aus Pykrete zu erschaffen, einer einzigartigen Komposition aus Eis und Holzschliff, die gegen deutsche U-Boote im Atlantik eingesetzt werden sollte. Dieses streng geheime Projekt zielte nicht nur darauf ab, den Verlauf der Seekriegsführung zu ändern, sondern auch die Grundprinzipien des militärischen Ingenieurwesens herauszufordern. Der Kopf hinter diesem eisigen Unterfangen war Geoffrey Pike, ein britischer Erfinder mit einer Vorliebe für das Außergewöhnliche. Er vertrat die Ansicht, dass Pykrete mit seinen geringen Kosten, der Auftriebsfähigkeit und einer im Vergleich zu reinem Eis langsameren Schmelzrate der Schlüssel zu stabilen, unsinkbaren Plattformen für Flugzeuge sein könnte. Die überraschende Haltbarkeit und Schmelzresistenz von Pykrete wurden auf theatralische Weise von Lord Mountbatten demonstriert, der während eines Treffens mit hochrangigen Beamten, einschließlich Premierminister Winston Churchill, in einen Eisblock schoss, der zersplitterte, und dann in einen Pykrete-Block, der lediglich eine Delle bekam, wobei die Kugel abprallte und angeblich einen hochrangigen Admiral streifte. Im Jahr 1943 wurde ein Prototyp am Patricia Lake in Jasper, Alberta, Kanada, gebaut. Das Projekt war so geheim wie ehrgeizig, mit nur einer Handvoll Eingeweihten, die über seinen vollen Umfang informiert waren. Der Prototyp, 60 x 30 Fuß messend und über 1000 Tonnen wiegend, war eine winzige Darstellung des erdachten Kolosses, der 2000 Fuß in der Länge messen, mehr als 2 Millionen Tonnen verdrängen und in der Lage sein sollte, Torpedoschläge aufgrund seiner massiven Größe und der inhärenten Stärke von Pykrete zu widerstehen. Trotz des Versprechens waren die Herausforderungen immens. Die schiere Größe der vorgeschlagenen Träger erforderte eine monumentale Anstrengung in Bezug auf Materialien und Arbeitskraft. Darüber hinaus stellte die Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität der Träger in wärmeren Klimazonen bedeutende technische Schwierigkeiten dar. Die Kosten, anfänglich geschätzt auf weniger als die eines herkömmlichen Flugzeugträgers, schnellten in die Höhe, als die Praktikabilitäten des Unterfangens offensichtlich wurden. Operation Habakuk flirtete mit den Grenzen von Vorstellungskraft und Realität. Das Konzept einer schwimmenden Flugbasis aus einer Mischung aus Eis und Holzschliff, fähig zum Starten und Landen der größten Flugzeuge der Zeit, war eine Erzählung direkt aus der Science Fiction. Es sollte mit allen Annehmlichkeiten eines traditionellen Trägers ausgestattet sein, einschließlich eines Flugdecks, Hangars und Wohnquartieren, alles eingehüllt in einen Rumpf, der theoretisch gegen alle, bis auf die schwersten Torpedoangriffe, unempfindlich sein sollte. Als der Krieg fortschritt, geriet die Durchführbarkeit der Operation zunehmend unter Prüfung. Kritiker wiesen auf den logistischen Albtraum hin, diese gefrorenen Titanen über den Ozean zu schleppen, während andere die Langlebigkeit der Träger angesichts der Sommerschmelzen in Frage stellten. Zudem begannen Fortschritte in der Luftfahrttechnologie und die Einführung von Flugzeugen mit größerer Reichweite die Notwendigkeit eines solchen Projekts zu überschatten. Im Jahr 1944, nach vielen Debatten,
und der Ausgabe von $1 Million für Experimente und Versuche wurde das Projekt auf Eis gelegt. Die Gründe waren vielfältig Verbesserungen im Design herkömmlicher Träger, die wechselnden Kriegsgezeiten und die anhaltenden technischen Probleme, die die Entwicklung des Projekts plagten. Schatten und Geheimnisse. Die stillen Architekten des Sieges. Im Schatten einer im Krieg befindlichen Welt betrat ein neuer Akteur die Arena der Spionage und verdeckten Operationen, das Büro für strategische Dienste, Office of Strategic Services, OSS. Diese geheime Organisation, die durch eine militärische Präsidentenorder am 13. Juni 1942 ins Leben gerufen wurde, entwickelte sich zur Kriegszeit Nachrichtenagentur der Vereinigten Staaten und zum strategischen Vorläufer der Central Intelligence Agency, CIA. Das OSS war das geistige Kind von General Major William Wild Bill Donovan, einem dekorierten Kriegshelden und Visionär, der die kritische Rolle der Aufklärung BI, der Gestaltung von Konflikten, verstand. Mit seinem Hauptsitz in Washington DC stürzte sich das OSS in eine Welt voller Täuschung, Sabotage und geheimer Kriegsführung. Es warf ein weites Netz aus und rekrutierte aus einem ebenso vielfältigen Pool wie die Missionen, die es unternehmen würde. Akademiker, Intellektuelle und sogar Hollywood-Regisseure standen neben erfahrenen Soldaten, alle ausgebildet in den dunklen Künsten der Spionage. Sie waren die stillen Architekten des Sieges und sammelten Aufklärungserkenntnisse, die sich als entscheidend für den Triumph der Alliierten erweisen sollten. Die Reichweite des OSS war global und erstreckte sich von den gefährlichen Bergen Burmas bis zu den sonnendurchfluteten Plätzen Roms, wo Operative wie Virginia Hall, die unter dem Decknamen Marie agierte, ein Netz von Widerstandsoperationen orchestrierten, die so wirkungsvoll waren, dass die Gestapo sie als die gefährlichste aller alliierten Spione betrachtete. In Asien arbeiteten Agenten mit einheimischen Stämmen zusammen und schulten sie in der Guerillakriegsführung, um der japanischen Besatzung zu widerstehen. Ein Zeugnis für den innovativen Ansatz des OSS in der Kriegsführung. Die Werkzeuge und Gadgets der OSS-Agenten waren Stoff für Spionageromane, Miniaturkameras, schallgedämpfte Pistolen und Chiffriermaschinen. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des OSS, geleitet von dem genialen Stanley Lovell, entwarf eine Reihe von Geräten wie die Limpet Mine, einen magnetischen Sprengsatz, der heimlich an feindlichen Schiffen befestigt wurde, und den Maulwurf, ein zweisitziges Tauchboot für Unterwassersabotage. Diese Innovationen waren Vorläufer für Technologien, die heutzutage für operative Kräfte selbstverständlich sind. Anekdoten von OSS-Operationen lesen sich wie ein Hollywood-Drehbuch, keine mehr als die Operation Mincemeat, bei der eine als Offizier verkleidete Leiche mit falschen Invasionsplänen verwendet wurde, um die Achsenmächte über den Ort des nächsten Angriffs der Alliierten zu täuschen. Es waren diese Arten von schlauen Tricks, die die Rolle des OSS in der Alliierten-Strategie unterstrichen, oft das Kriegsgeschehen auf eine Weise verändernd, wie es Kugeln und Bomben nicht konnten. Das Personal der Agentur war so bemerkenswert wie ihre Missionen. Julia Child, bevor sie eine kulinarische Ikone wurde, diente im OSS, wo sie an der Entwicklung eines Haifisch-Abwehrmittels arbeitete, um Unterwasserexplosive zu schützen. Ihre Arbeit, oft gefährlich und immer von Geheimhaltung umgeben, legte den Grundstein für moderne Spionagetaktiken. Als der Krieg dem Ende zuging, wurde die Notwendigkeit eines so robusten Nachrichtendienstes wie das OSS in Frage gestellt. Im September 1945 unterzeichnete Präsident Harry Truman eine Exekutivorder, die das OSS auflöste und seine Funktionen zwischen den Staats- und Kriegsministerien aufteilte. Doch das strategische Vakuum, das durch die Auflösung entstanden war, führte zur Gründung der CIA im Jahre 1947, was sicherstellte, dass das Erbe des OSS in den Annalen der Aufklärung und nationalen Sicherheit weiterleben würde. Infernus auf Schienen, die feurige Avantgarde des Zweiten Weltkriegs. Als die Welt im Würgegriff des Zweiten Weltkriegs brannte, zog eine neue Waffe ihre feurige Spur über die Schlachtfelder Europas und des Pazifiks, Flammenwerferpanzer. Diese mechanischen Drachen wurden nicht aus einer bloßen Zerstörungslust geboren, sondern aus der Notwendigkeit, den eingegrabenen Widerstand der Achsenmächte, Befestigungen und Bunker zu überwinden, in die herkömmliche Waffen nur schwer eindringen konnten. Die Briten waren Pioniere dieses feurigen Unterfangens und modifizierten ihre Matilda-Panzer in den Wüstenkampagnen Nordafrikas. Diese Panzer,
genannt Matilda Frog, wurden mit Flammenwerfern ausgestattet, die das Maschinengewehr im Turm ersetzten, und wurden erstmals in der Schlacht an der Somme im Jahr 1916 eingesetzt. Doch während der Pazifikkampagnen kamen die Flammenwerferpanzer wirklich zur Geltung. Die dichten Dschungel boten den Japanern reichlich Deckung und Festungsmöglichkeiten und machten sie zu einem unerbittlichen Feind. Die amerikanischen Streitkräfte, die von ihren britischen Kollegen lernten, begannen, ihre eigenen gepanzerten Bestien zu adaptieren, wie zum Beispiel den M4 Sherman, aus dem Varianten wie der Sherman Zippo, benannt nach dem beliebten Feuerzeug, entstanden. Der Einsatz dieser Panzer im Pazifiktheater war sowohl strategisch als auch psychologisch. In der Schlacht um Iwo Jima im Jahr 1945 räumten Flammenwerferpanzer feindliche Stellungen mit einer Wildheit, die sowohl Befestigungen zerstörte als auch die Verteidiger demoralisierte. Es war ein Marine-Flammenwerfer-Panzerführer, Corporal Herschel Woody Williams, der für seinen unaufhörlichen Angriff auf japanische Bunker die Medal of Honor erhielt und die entscheidende Rolle dieser Panzer beim Brechen des Feindeswillens veranschaulichte. An der europäischen Front hatten die Flammenwerferpanzer eine andere Art von Wirkung. Die Hecken von Normandie, die sich als formidables Hindernis für den alliierten Fortschritt nach dem D-Day erwiesen, trafen auf ihre Entsprechung in Form von Crocodile-Flammenwerferpanzern. Diese auf dem Churchill basierenden Panzer, ausgestattet mit einem Anhänger voller Treibstoff, der eine Flamme über 120 Yards projizieren konnte, waren entscheidend in der Operation Goodwood, um die deutschen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Die Anzahl dieser Panzer war nicht gewaltig, nur einige hundert wurden umgerüstet, aber ihre Wirkung stand in keinem Verhältnis zu ihrer Anzahl. Jeder Panzer trug einen Flammenbrennstoff aus einem Gemisch aus Benzin und einem Verdickungsmittel, wodurch eine gelartige Substanz entstand, die einmal entzündet, an Oberflächen haften und intensiv brennen würde. Die Panzer selbst waren ein furchterregender Anblick, bemalt mit bedrohlich aussehenden Haifischmäulern und Augen, sowohl um den Feind einzuschüchtern, als auch um die Moral der alliierten Truppen zu stärken. Kuriositäten gibt es reichlich, wenn es um diese mechanisierten Flammenwerfer geht. Ihre Bediener, oft isoliert von der Infanterie, die sie unterstützten, entwickelten eine enge Kameradschaft, gebunden durch die einzigartige und gefährliche Natur ihres Dienstes. Anekdotische Geschichten dieser Besatzungen sprechen von der beunruhigenden Aufgabe, die brennbare Flüssigkeit nachzufüllen, im Wissen, dass eine einzelne feindliche Runde sie in einen Feuerball verwandeln könnte. Trotz ihrer Effektivität war der Einsatz von Flammenwerferpanzern auch ein Thema der Kontroverse. Die schreckliche Natur der durch diese Waffen verursachten Wunden löste Debatten über die Ethik ihres Einsatzes aus. Eine Debatte, die in modernen Diskussionen über den Einsatz von Brandwaffen nachhallt. Als der Krieg endete, so endete auch der weit verbreitete Einsatz dieser Panzer. Sie wurden zu einem Symbol der Extreme des Zweiten Weltkriegskampfes, ein Zeugnis für Innovation unter Druck. Das Vermächtnis der Flammenwerferpanzer ist eine Erinnerung an die Längen, zu denen die Menschheit gehen wird, wenn sie mit dem Gespenst eines totalen Krieges konfrontiert ist. Die Morgendämmerung des digitalen Entschlüsselns, Colossus und das Knacken von Codes. Im Schatten von Bletchley Park, inmitten der Düsternis des Zweiten Weltkrieges, stand eine Schöpfung, die sowohl gewaltig als auch geistverbiegend war, ein Vorbote des digitalen Zeitalters. Dies war Colossus, der weltweit erste programmierbare digitale Computer, ein Koloss, der durch britischen Einfallsreichtum erschaffen wurde, um die verschleierten Geheimnisse der deutschen Enigma zu durchdringen. Erschaffen von dem Mathematiker Alan Turing und dem Ingenieur Tommy Flowers, war Colossus darauf ausgelegt, den Lorenz-Chiffre, ein kryptografisches Gerät, das vom deutschen Oberkommando verwendet wurde, und weit komplexer als der Enigma-Code war, zu knacken. Die mit Lorenz verschlüsselten Nachrichten galten als unknackbar, bis Turings Durchbruch und Flowers Ingenieurkunst eine Maschine zum Leben erweckten, die 5000 Zeichen pro Sekunde verarbeiten konnte. Eine erstaunliche Leistung in den 40er Jahren. Der erste funktionstüchtige Colossus war bis Dezember 1943 in Betrieb und bis Juni 1944 war er maßgeblich daran beteiligt, Aufklärungsinformationen für die Landungen am D-Day zu liefern. Insgesamt wurden 10 Colossus-Computer gebaut, jeder 2 Meter hoch, und nahm den Platz eines kleinen Wohnzimmers ein. Ihre Vakuumröhren und das Gewirr von Drähten
summten mit elektrischen Strömen und verarbeiteten verschlüsselte Nachrichten mit unerbittlicher Effizienz. Die Existenz von Colossus blieb jahrzehntelang nach dem Krieg ein klassifiziertes Geheimnis. Sein bloßes Dasein verblasste in das Reich der Legenden und Flüstergeschichten unter den wenigen, die von seinen Errungenschaften wussten. Die Codeknacker, die Colossus bedienten, ein Kader brillanter Köpfe, arbeiteten in unaufhörlicher Anonymität, ihre Beiträge zur Kriegsanstrengung so schattenhaft wie die Operationen, die sie unterstützten. Statistiken allein können die enorme Auswirkung von Colossus nicht einfangen. Es wird geschätzt, dass die durch die Entschlüsselungen gesammelten Informationen den Krieg um 2 Jahre verkürzten und unzählige Leben retteten. Ein stiller Sieg in den Annalen der Kryptographie und der Informatik festgeschrieben. Anekdoten aus den Kriegstagen in Bletchley Park erzählen von den Eigenheiten der Arbeit mit einer solch neuartigen Erfindung. Bediener erinnern sich an die Wärme, die von den tausenden Vakuumröhren erzeugt wurde, eine willkommene Abwechslung von der Kälte der englischen Winter. Sie erinnern sich an das rhythmische, fast musikalische Summen der Maschine, während sie durch Berechnungen ratterte, ein Geräusch, das zur unbemerkten Kulisse ihrer täglichen Mühen wurde. Historiker bemerken die Ironie von Colossus, eine Kriegsmaschine, die den Grundstein für die friedlichen Revolutionen des digitalen Zeitalters legte. Es war ein paradoxer Titan, einer, der die zerstörerische Kraft der Geheimhaltung und das befreiende Potenzial von Informationen demonstrierte. In den ehrwürdigen Hallen von Bletchley nahm ein Zitat von Winston Churchill, noch nie schuldeten so viele so wenigen so viel, oft unter den Codeknackern geflüstert, eine neue Bedeutung an. Hier schloss das wenige nicht nur die Männer und Frauen der alliierten Streitkräfte ein, sondern auch die stille, rechnende Präsenz von Colossus. Als der Krieg zu Ende ging, tat es das Geheimnis um Colossus nicht. Die Maschinen wurden demontiert, ihre Baupläne zerstört, ihre Existenz aus dem Rekord gelöscht, als wären sie Gespenster, die niemals die Erde durchstreift hatten. Doch das Erbe von Colossus sollte Jahrzehnte später wieder auftauchen und Generationen von Technologie beeinflussen. Heute steht Colossus als ein Monument menschlicher Einfallsreichtum in Bletchley Park, rekonstruiert von Enthusiasten und Historikern, die bestrebt sind, die Geschichte dieses technologischen Titanen zu bewahren. Seine Bandrollen mögen sich nicht mehr drehen und seine Vakuumröhren mögen nicht mehr leuchten, aber der Geist von Colossus, ein Geist der Entdeckung, der die Grenzen des Möglichen verschiebt, fährt fort zu inspirieren. Die luftgestützten Saboteure. Operation Outwards Luftangriff. Inmitten der düsteren Weiten des Zweiten Weltkriegs ergriff der Erfindungsgeist in Form der Operation Outward den Himmel, ein gewagtes britisches Unternehmen, das die Launen des Windes nutzte, um das Dritte Reich in Verwirrung zu stürzen. Mit dem bescheidenen Ballon als Waffe der Wahl suchte diese Operation, die deutsche Infrastruktur und Moral zu stören und zu entmutigen. Im März 1942 gestartet, nutzte die Operation Outward die einfache, unscheinbare Technologie von handelsüblichen Wetterballons. Diese Ballons waren keine Überbringer meteorologischer Daten, sondern Träger des Chaos, jeder ausgestattet entweder mit einem Brandgerät oder einem langen metallischen Schleppdraht, der darauf ausgelegt war, Stromleitungen zu verfangen und kurzschließen. Die von den geheimen Räumen der Royal Navy und der britischen Armee orchestrierte Operation war ein Zeugnis für das Sprichwort, dass Not die Mutter der Erfindung ist. Über den Zeitraum der Operation von 1942 bis zu ihrem Ende im September 1944 wurden mehr als 99.000 Ballons freigelassen, die still über die Nordsee in Richtung deutsch besetztes Gebiet schwebten. Jeder Ballon trug Ladungen, die rudimentär, doch wirkungsvoll waren. Die Brandgeräte sollten beim Landen Feuer entfachen, Waldbrände und Strukturschäden verursachen. Die Schleppdrähte hingegen nutzten das ausgedehnte Stromnetz und zielten darauf ab, Kurzschlüsse und daraus resultierende Stromausfälle zu verursachen. Diese technisch einfachen Luftangreifer waren eine stille Bedrohung, die mit der Unberechenbarkeit des Windes auf den Feind herabfiel. Statistiken aus der Operation deuten darauf hin, dass, obwohl viele Ballons ihr Ziel nicht erreichten, diejenigen, die es taten, erhebliche Störungen verursachten. Berichte erwähnen Fälle von Stromausfällen in deutschen Städten und sogar die Entgleisung eines Zuges aufgrund einer Drahtverwicklung in Frankreich. Die Kostenwirksamkeit der Operation war bemerkenswert.
Für nur wenige Pfund pro Ballon bestand das Potenzial, kostspieligen Schaden anzurichten und eine Umleitung von Ressourcen beim Feind zu verursachen. Anekdoten aus der Zeit beleuchten sowohl den Erfindungsgeist als auch die Kuriositäten der Operation Outward. Ballonbetreiberinnen, oft Frauen aus dem Women's Royal Naval Service, RENS, erinnerten sich an die Eigenart ihrer Mission, diese harmlosen Objekte in den Himmel zu schicken, ohne zu wissen, wo sie landen könnten oder welches Chaos sie säen könnten. Historische Zitate aus deutschen Quellen sind spärlich, aber die Frustration und Verwirrung, die durch diese stillen Eindringlinge verursacht wurden, sind in den verbleibenden Aufzeichnungen spürbar. Die Deutschen, konzentriert auf die Abwehr konventionellerer Bedrohungen, waren anfänglich ratlos angesichts der plötzlichen Brände und Stromausfälle. Ein kurioser Vorfall betraf einen Ballon, der es bis nach Schweden schaffte und einen diplomatischen Zwischenfall verursachte, als er Stromleitungen herunterriss und die weitreichenden Auswirkungen der Operation verdeutlichte. In den Dörfern und Städten Ostenglanz wurde der Anblick dieser aufsteigenden Ballons Teil des täglichen Lebens, eine eigenartige Fußnote in der gemeinsamen Kriegsanstrengung. Kinder würden zusehen, wie der Himmel sich mit diesen treibenden Punkten füllte, ohne ihr tödliches Potenzial vollständig zu verstehen, aber die Ernsthaftigkeit der Erwachsenen um sie herum spürend. Die Einzelheiten der Operation blieben bis lange nach dem Krieg geheim, ihre Geschichte den nachfolgenden Generationen nicht erzählt. Heute ist die Operation Outward ein faszinierendes Kapitel des Konflikts, das die innovativen und manchmal exzentrischen Strategien verkörpert, die im Krieg eingesetzt wurden. Schatten des Mutes, der geheime Feldzug der SOE im besetzten Europa. In den dunkelsten Tagen des Zweiten Weltkriegs entstand der britische Special Operations Executive, SOE, als ein Leuchtfeuer des Widerstands, das aus den Schatten heraus die Flammen der Rebellion in ganz Europa entfachte. Gegründet im Juli 1940 auf Anweisung von Premierminister Winston Churchill, der berühmt befahl, Europa in Brand zu setzen, begann die SOE einen verdeckten Kreuzzug gegen die Achsenmächte. Eine Geschichte voller Spionage, Sabotage und Aufklärung, verwoben mit dem Mut unbekannter Helden. Mit seinem Hauptquartier, das diskret in der Baker Street in London untergebracht war, wurde der SOE zum Zentrum der britischen Untergrundkriegsführung und leitete ein geheimes Netzwerk, das sich über den Kontinent erstreckte. Seine Agenten waren die Verkörperung von Heimlichkeit und List, ausgebildet in den Künsten des lautlosen Tötens, der Kryptographie und des Guerillakrieges. Sie waren die Krieger aus dem Schatten, oft hinter feindlichen Linien abgesetzt unter dem Deckmantel der Nacht, ihr Leben stets an einem seidenen Faden hängend. Die Zahlen allein sprechen Bände über die Weite der Operationen der SOE. Bis zum Ende des Krieges hatte sie über 13.000 Agenten in feindliche Gebiete entsandt. Diese Agenten arbeiteten mit lokalen Widerstandsbewegungen zusammen und versorgten sie mit lebenswichtigen Vorräten, Waffen und Sprengstoff. Ihre Operationen waren zahlreich und vielfältig, von der Sabotage des schweren Wassers in Vemork, die die nuklearen Ambitionen der Nazis störte, bis zur Unterstützung der französischen Résistance vor den D-Day-Landungen. Eine der kühnsten Operationen der SOE war das Attentat auf Reinhard Heydrich, den amtierenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, durch tschechoslowakische Agenten im Jahr 1942. Ein deutlicher Beweis für die Reichweite und Entschlossenheit der SOE. Die Folgen waren brutal, mit der Vernichtung des Dorfes Lidice durch die Nazis als Vergeltung, eine düstere Erinnerung an die hohen Einsätze im Schattenkrieg. Die Namen von SOE-Agenten wie Violette Szabo und Odette Hallowes bleiben in der Geschichte verewigt, ihr Mut unsterblich. Frauen spielten eine entscheidende Rolle in den Unternehmungen der SOE, oft als Kuriere und Funkerinnen. Ihre Beiträge waren ebenso entscheidend wie die ihrer männlichen Kollegen. Die von den erfinderischen Köpfen der SOE konzipierten Werkzeuge und Geräte waren Stoff für Spionageromane, einschließlich der legendären Limpet-Minen, die dazu verwendet wurden, feindliche Schiffe lahmzulegen, und der Kofferfunkgeräte, die die stillen Operateure mit ihren Führungskräften verbanden. Der Erfindungsreichtum dieser Gadgets spiegelte den innovativen Geist wider, der die Organisation durchdrang. Über ihre gefährlichen Einsätze bemerkte ein SOE-Operateur einmal: »Wir sind die Amateure des Krieges, aber wir haben den Stolz von Amateuren. Ihre Bescheidenheit
verbarg die tiefe Wirkung ihrer Handlungen, die oft die Wende in verschiedenen Widerstandsbemühungen brachten. Die Operationen der SOE waren nicht frei von Fehltritten und Tragödien. Das berüchtigte Englandspiel, eine deutsche Spionageabwehroperation, führte zur Gefangennahme und Hinrichtung dutzender SOE-Agenten. Doch die Entschlossenheit der Organisation schwankte nie. Und für jeden verlorenen Agenten trat ein anderer vor, um seinen Platz einzunehmen. Das Vermächtnis der SOE ist ein Mosaik aus individuellen Tapferkeitsakten, strategischen Auswirkungen und dem unbeugsamen menschlichen Geist. Ihre Agenten infiltrierten die am stärksten befestigten Feindgebiete, von den Fjorden Norwegens bis zu den Bergen Griechenlands. Sie sammelten Partisanen und störten Achsenoperationen. Anekdoten über ihren Wagemut gibt es viele, wie die Geschichte eines SOE-Agenten, der über 332 Kilometer durch besetztes Gebiet radelte und wiederholt der Gefangennahme entging, um entscheidende Informationen zu liefern. Oder die Geschichte eines gefälschten Dokuments, das so überzeugend war, dass es deutsche Truppen dazu veranlasste, ihre Positionen zu räumen und das Ergebnis einer ganzen Kampagne zu ändern. Mit dem Ende des Krieges hinterließ die SOE eine unauslöschliche Spur in der Geschichte des Widerstands im Zweiten Weltkrieg, ihre Leistungen oft überschattet von dem größeren Maßstab militärischer Operationen. Doch im Schweigen unmarkierter Gräber und im stillen Stolz gealterter Veteranen hallt das Echo ihres geheimen Kampfes wider. Ein Zeugnis für die Macht des Unsichtbaren, den Lauf der Geschichte zu verändern. Der Atommeiler, Schmieden der Macht, die einen Weltkrieg beendete. Im Schmelztiegel des Zweiten Weltkriegs entstand eine streng geheime Allianz zwischen den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada, die zum Manhattan-Projekt führte, einer gewaltigen und verdeckten Operation, die in der Geburt des Atomzeitalters gipfelte. Das Unterfangen, umhüllt von äußerster Geheimhaltung, wurde von der Angst angetrieben, Nazi-Deutschland könnte zuerst über eine nukleare Fähigkeit verfügen. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit und die Einsätze waren katastrophal. Das Manhattan-Projekt begann bescheiden im Jahr 1939 mit dem Einstein-Szilard-Brief, der Präsident Franklin D. Roosevelt vor dem Potenzial von Atomwaffen warnte. Bis 1942 hatte es sich zu einem mammutartigen Vorhaben entwickelt, das über 130.000 Menschen involvierte und fast 2 Milliarden Dollar kostete, heute über 23 Milliarden Dollar. Es erstreckte sich quer durch die Vereinigten Staaten mit Schlüsselstandorten in Los Alamos, New Mexico, Oak Ridge, Tennessee und Hanford, Washington. Das Vereinigte Königreich steuerte eigene vorherige Forschungen aus dem Tube Alloys Projekt Baal und Kanada lieferte wichtige Rohstoffe und beherbergte das Montreal-Laboratorium. An der Spitze dieser wissenschaftlichen Odyssee stand J. Robert Oppenheimer, der rätselhafte Physiker, dessen Führung in Los Alamos eine abgelegene Hochebene zum Epizentrum der Atomforschung machte. Unter seiner wachsamen Leitung stießen die hellsten Köpfe der Ära, darunter Enrico Fermi, Richard Feynman und Niels Bohr, die Grenzen der Physik, Chemie und Technik voran. Der Schleier der Geheimhaltung des Projekts war so undurchdringlich, dass ganze Städte praktisch aus den öffentlichen Aufzeichnungen verschwanden und Arbeiter an Komponenten arbeiteten, ohne Kenntnis vom Endprodukt. Die kryptische Natur des Projekts war derart, dass Vizepräsident Harry S. Truman erst von seiner Existenz erfuhr, als er Präsident wurde. Die wissenschaftlichen Hürden waren monumental. Sie reichten von der Herstellung ausreichender Mengen der spaltbaren Isotope Uran-235 und Plutonium-239 bis zur Lösung des komplexen Problems der Einleitung einer nuklearen Kettenreaktion. Jede Herausforderung wurde mit innovativen Lösungen gemeistert, wie der Schaffung des ersten Kernreaktors CP-1 unter den Tribünen des Stagg Field an der Universität von Chicago, wo Fermi am 22. Dezember 1942 die erste kontrollierte nukleare Kettenreaktion erreichte. Dennoch war das Projekt nicht ohne seine moralischen Dilemmata und persönlichen Belastungen. Die Wissenschaftler rangen mit den Implikationen ihrer Arbeit. Oppenheimer selbst spiegelte diesen inneren Konflikt wider, als er bei der Beobachtung des ersten erfolgreichen Tests auf dem Trinity-Testgelände am 16. Juli 1945, berühmt aus der Bhagavad Gita, zitierte: „Nun bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten."
Das Erbe des Manhattan-Projekts ist zweigesichtig. Einerseits steht es als Zeugnis für menschlichen Einfallsreichtum und Entschlossenheit in der Verfolgung wissenschaftlicher Durchbrüche. Andererseits wirft es einen langen Schatten mit den Bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Ereignisse, die das Ende des Krieges markierten, aber ein neues Zeitalter der nuklearen Proliferation und ethischer Debatten einleiteten, die bis heute andauern. Im Kriegsgewebe war das Manhattan-Projekt ein Faden, der das Muster menschlicher Konflikte veränderte. Seine Echos spüren wir in den stillen Hallen von Los Alamos, in den persönlichen Berichten derer, die im Geheimen mühten, und auf den Seiten der Geschichte, die seinen erschütternden Triumph aufzeichnen. Es war ein Projekt, das aus dem Krieg geboren wurde. Aber seine Auswirkungen erstreckten sich in den unruhigen Frieden, der folgte, und veränderten für immer die geopolitische Landschaft. Das Durchbrechen des Luftgeschwindigkeitsrätsels, der Düsenantriebskreuzzug des Zweiten Weltkriegs. Auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs braute sich eine aeronautische Revolution zusammen, eine, die die Dynamik der Luftkriegsführung unwiderruflich verändern sollte, die Ankunft des Düsenmotors. Dieses Rennen um die Vorherrschaft im Düsenantrieb sah das Aufkommen von zwei ikonischen Flugzeugen, dem britischen Gloster Meteor und dem deutschen Messerschmitt Me 262. Ihre Entwicklung war nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern auch eine Erzählung von nationalem Stolz, geheimen Operationen und visionären Geistern. Die Suche begann in den 30er Jahren, als Frank Whittle, ein junger RAF-Offizier, ein Patent für ein Turbostrahltriebwerk in Großbritannien anmeldete. Über den Kanal hinweg hegte Hans von Ohain in Deutschland eine ähnliche Vision. Beide Länder, einander unbekannt aufgrund des aufziehenden Kriegsnebels, bereiteten die Bühne für ein technologisches Kräftemessen vor, das durch die Jahrbücher der Geschichte hallen würde. Der Gloster Meteor, Großbritanniens Vorstoß in den düsengetriebenen Flug, hob 1943 in die Lüfte ab, angetrieben von Whittles bahnbrechenden Motorenentwürfen. Es war ein Meilenstein, gekennzeichnet durch das Surren seiner zwei Turbostrahltriebwerke, ein Klang, der eine neue Ära ankündigte. Der Meteor war nicht nur ein Flugzeug, er war der Höhepunkt unermüdlichen Experimentierens und Improvisierens. Obwohl er von seinen vorsichtigen Schöpfern vom Kampf gegen die Luftwaffe abgehalten wurde, hinterließ der Meteor seine Spuren, indem er V1 fliegende Bomben abfing, mit über 600 Einheiten, die bis zum Ende des Krieges produziert wurden. Im Gegensatz dazu war der Messerschmitt Me 262 oft als das weltweit erste betriebsfähige, düsenbetriebene Jagdflugzeug gelobt, ein Produkt deutscher Innovation und Verzweiflung. Mit seinem Jungfernflug 1942, wenn auch mit einem Kolbenmotor, war es erst 1944, dass es mit seinen Junkers Jumo 004 Turbostrahltriebwerken voll einsatzfähig in den Kampf ziehen würde. Der Me 262 war ein Wunder und ein Schrecken, eine elegante, haifischähnliche Silhouette, die jedes alliierte Flugzeug auslaufen konnte. Über 1000 wurden gebaut und in den Händen von Assen wie Adolf Galland rissen sie mit unvergleichlicher Geschwindigkeit durch die Luft. Der Me 262 hätte den Luftkampf neu definieren können, aber strategische Fehler und Hitlers Beharren auf seiner Rolle als Bomber verwässerten seine Wirkung. Währenddessen sorgte der britische Ansatz, gekennzeichnet durch Vorsicht und methodische Entwicklung, für das Überleben des Meteors in die Nachkriegszeit und vermied die Schwachstellen, die den überstürzt eingesetzten Me 262 plagten. Diese Flugzeuge waren nicht nur Maschinen, sie verkörperten die Hoffnungen und Ängste ihrer jeweiligen Nationen. Testpiloten wie Eric Winkle Brown, der sowohl den Meteor als auch den erbeuteten Me 262 flog, waren die unbesungenen Helden, die sich ins Unbekannte wagten und die Grenzen von Geschwindigkeit und Wissenschaft verschoben. Ihre Anekdoten, wie Browns Berichte über die erstaunliche Beschleunigung des Me 262, verleihen dem klinischen Stahl der Düsenentwicklung eine menschliche Facette. Das technologische Duell zwischen dem Gloster Meteor und dem Messerschmitt Me 262 ging nicht nur um Geschwindigkeit. Es ging um Innovation unter Druck, um Ingenieure wie Whittle und von Ohain, die durch schlaflose Nächte arbeiteten, und um Fabriken in Großbritannien und Deutschland, die unter dem unaufhörlichen Donnern feindlicher Bomben arbeiteten. Es war ein Wettlauf im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur gegeneinander,
sondern auch gegen die tickende Uhr des Krieges. In dieser Erzählung des Düsenantriebs werden Zahlen und Statistiken von dem menschlichen Element überschattet, den Piloten, die es wagten, den Ingenieuren, die träumten und den Arbeitern, die sich abmühten. Der Meteor und der Me-262 waren nicht das Ende, sondern der Anfang, die Vorreiter eines Düsenzeitalters, das die Welt verkleinern und die Menschheit an den Rand des Weltraums bringen würde. Chiffrenschatten, Enthüllung des Enigmas von Bletchley Park. Geflüster von Krieg verwandelte sich in den späten 1930er Jahren in Gebrüll und inmitten dieses Chaos trat ein mechanisches Chiffriergerät, bekannt als die Enigma-Maschine, als ein mächtiges Gut im Arsenal des deutschen Militärs in Erscheinung. Ihr Zweck war einfach, doch tiefgreifend, den Schleier der Geheimhaltung über deutschen Nachrichten zu schützen. Diese Maschine sollte jedoch zum Mittelpunkt einer der dramatischsten intellektuellen Verfolgungen des Zweiten Weltkriegs werden, ein komplexes Ballett der Kryptographie, das in äußerster Geheimhaltung im britischen Bletchley Park stattfand. Die Enigma-Maschine mit ihren Rotoren und Stecktafeln war ein Wunderwerk der Technik, fähig, eine erstaunliche Anzahl von 150 Quintillionen möglichen Einstellungen zu erzeugen. Die deutschen Bediener waren von ihrer Komplexität überzeugt, ein Vertrauen, das zur Herausforderung für die Alliierten wurde. Die Aufgabe, Enigma-Codes zu knacken, war herkulisch und erforderte den Zusammenfluss verschiedenster Expertisen, von Linguisten bis zu Schachmeistern, alle vereint unter einem Dach in Bletchley Park, einem Anwesen in Buckinghamshire, das zum geheimen Zentrum der britischen Codeknacker wurde. Die Erzählung der Entschlüsselung von Enigmas ist ohne die Anerkennung des Genies von Alan Turing, einem Mathematiker, dessen Name synonym mit dem Knacken von Enigma werden sollte, nicht vollständig. Turings Ankunft in Bletchley im Jahre 1939 signalisierte einen Wendepunkt. Er konzipierte die Bombemaschine, ein elektromechanisches Gerät, das in atemberaubender Geschwindigkeit die zahllosen Enigma-Einstellungen testen konnte. Turings Bombe, benannt nach einem polnischen Gerät, war kein einsames Unterfangen, sondern eine Evolution auf den Schultern vorheriger Arbeiten von polnischen Kryptographen, die in den 1930er Jahren als erste Enigmas Geheimnisse entschlüsselt hatten. Die Bombemaschinen mit ihren rotierenden Rotoren und elektrischen Schaltkreisen wurden zu den Arbeitspferden von Bletchley. Sie wurden ergänzt durch den Scharfsinn von Individuen wie Gordon Welchman, der Turings Entwürfe verbesserte, und Hugh Alexander, ein Schachgroßmeister, der zum Kryptanalytiker wurde, dessen strategischer Verstand half, die komplexen Enigma-Einstellungen zu dechiffrieren. Die tägliche Routine der Codeknacker war eine von intensiver Prüfung und akribischem Detail. Jeden Morgen wurden sie von einem frischen Satz von Codes begrüßt, da die deutschen Bediener die Einstellungen der Enigma täglich änderten. Das Bletchley-Team musste gegen die Zeit rennen, wissend, dass jeder verlorene Moment bedeuten konnte, das Leben auf den Schlachtfeldern und in den trügerischen Gewässern des Atlantiks, wo deutsche U-Boote mit prädatorischer Effizienz alliierte Schiffe jagten, auf dem Spiel standen. Es waren nicht nur Maschinen und Geister, die Enigma knackten. Es war auch die akribische Sammlung von Nachrichtendiensten, manchmal von den Frontlinien. Zum Beispiel lieferte die Gefangennahme von Codebüchern von U-Booten wie U-110 den Codeknackern unschätzbare Einblicke und ermöglichte es ihnen, die Bombemaschinen genau auszurichten, wodurch Schichten verschlüsselter Nachrichten zurückgezogen wurden. Die Operation in Bletchley war eine Symphonie der Geheimhaltung, ein Orchester, in dem jedes Mitglied eine zentrale Rolle spielte, von Turing und seinen Mitkrypt-Analytikern bis zu den Wrens, Mitglieder des Women's Royal Naval Service, die die Bombemaschinen bedienten. Es wurde gesagt, dass ihre Bemühungen den Krieg um bis zu 2 Jahre verkürzt haben, wobei im Prozess unzählige Leben gerettet wurden. Geschichten aus Bletchley Park sind gespickt mit Eigenheiten und Marotten, ein Zeugnis für die außergewöhnlichen Umstände. Turing zum Beispiel kettete seine Tasse an einen Heizkörper, um zu verhindern, dass sie gestohlen wurde, eine Anekdote, die die seltsame Normalität innerhalb dieser außerordentlichen Bestrebungen illustriert. Als der Krieg endete, blieb die Rolle von Bletchley Park und das Brechen von Enigma für Jahrzehnte ein gehütetes Geheimnis, mit den Codeknackern, die in das zivile Leben zurückkehrten, deren Beiträge nur wenigen bekannt waren. Erst Jahre später wurde der Schatten ihrer Arbeit ans Licht gebracht, offenbarte, wie der komplexe Tanz der Kryptographie
der in der ruhigen englischen Landschaft stattfand, über Schlachtfelder und Ozeane hallte und den Verlauf des Krieges änderte. Kunst der Täuschung, das Handwerk der Tarnung im Konflikt. Im Kriegstheater, wo ein Moment der Sichtbarkeit eine Katastrophe bedeuten könnte, wurde die Kunst der Tarnung ebenso kritisch wie die geführten Waffen. Das 20. Jahrhundert war Zeuge der Evolution der Tarnung und Täuschung, von der einfachen Hintergrundanpassung bis hin zu einer ausgeklügelten strategischen Kunst. Diese Erzählung webt sich durch den Stoff beider Weltkriege, wo die Notwendigkeit der Innovation einige der genialsten und manchmal skurrilen Techniken hervorbrachte, um den Feind zu täuschen. Während des Ersten Weltkriegs nahm das Konzept der Tarnung mit der Einführung von Dazzle-Mustern auf Kriegsschiffen eine neue Dimension an. Diese Technik zielte nicht darauf, abzuverbergen, sondern zu verwirren, indem sie die Wahrnehmung des Feindes von der wahren Größe, Form und Richtung des Schiffes verzerrte. Konzipiert vom britischen Künstler Norman Wilkinson im Jahr 1917, überquerten diese verwirrenden geometrischen Muster Rümpfe und Schornsteine und brachen so die Umrisse des Schiffes gegen die Wellen auf. Obwohl die Wirksamkeit der Dazzle-Tarnung umstritten war, wurde sie zu einem gewöhnlichen Anblick mit über 2000 britischen Schiffen, die diese irritierenden Designs bis Kriegsende trugen. Der Zweite Weltkrieg erweiterte die Leinwand der Täuschung mit ganzen Landschaften, die umgestaltet wurden, um die feindliche Aufklärung irrezuführen. Die Operation Bertram, ein Meisterstück der militärischen Täuschung, durchgeführt von den Alliierten im Jahr 1942 vor der zweiten Schlacht von El Alamein, zeigte solche Irreführungen. Die Operation, geleitet vom britischen Filmkulissenbauer Geoffrey Barkas, beinhaltete den Bau einer Scheinpipeline, um die Achsenmächte über den Zeitpunkt und Ort des Angriffs in die Irre zu führen. In Wirklichkeit, während die falsche Pipeline langsam ihrer Fertigstellung entgegenging, sammelten die Alliierten Truppen und Panzer, verborgen unter Tarnnetzen und getarnt als Versorgungslastwagen, in Vorbereitung für einen Angriff, der das Blatt in Nordafrika wenden würde. Über den Kanal hinweg, als die D-Day-Invasion bevorstand, beschworen die Alliierten die fiktive 1. Armeegruppe der Vereinigten Staaten, 1st United States Army Group, Fuß Egg, unter dem Phantomkommando von General George Patton herauf. Diese List, Teil der Operation Fortitude, war so ausgeklügelt, dass sie aufblasbare Panzer, falsche Lager und inszenierten Funkverkehr umfasste, alles um eine Invasion bei Pas-de-Calais statt in der Normandie vorzutäuschen. Diese Täuschung war entscheidend, da sie deutsche Divisionen in Stellung hielt, während alliierte Streitkräfte am 6. Juni 1944 die Strände der Normandie stürmten. Täuschung war nicht nur eine Angelegenheit der Westfront. Auch die Sowjets schufen in der Schlacht von Kursk falsche Flugplätze, komplett mit hölzernen Flugzeugen, um deutsche Bomber von ihren wahren Positionen abzulenken. Diese Strategie der Maskirovka, russisch für Maskierung, war ein Eckpfeiler der sowjetischen Militärdoktrin und verwischte die Grenzen zwischen Realität und Fiktion an der Ostfront. Diese Akte der Tarnung waren nicht ohne ihre Momente von Ironie und Humor. Zum Beispiel beschäftigte die Ghost Army, eine taktische Täuschungseinheit der US-Armee, Künstler und Schauspieler, die aufblasbare Panzer und Soundeffekte verwendeten, um Truppenbewegungen zu simulieren, oft näher an feindlichen Linien, um ihre Aufführungen zu inszenieren. Die Unternehmungen dieser einzigartigen Einheit fügten dem Schlachtfeld einen Hauch von Theater hinzu, während sie sich durch Europa spielten und Verwirrung unter den deutschen Reihen säten. Tarnung und Täuschung waren auch im Pazifiktheater integral. Die dichten Dschungel- und Inselgelände inspirierten Anpassungen wie Leopardenschleier, die Muster verwendeten, die das Licht, das durch die Baumkronen filtert, nachahmten, um Installationen und Ausrüstung zu verbergen. Auch die Japaner nutzten natürlichen Schutz und bauten oft Flugzeughangars, die nahtlos in die umliegende Landschaft übergingen. Historische Anekdoten aus diesen geheimen Bemühungen sind seitdem aufgetaucht und malen ein Bild eines Krieges, der nicht immer mit geradliniger Macht geführt wurde. Ein britischer Offizier, der ein dazzle-bemaltes Schiff inspizierte, soll gescherzt haben. Nach dem Krieg sollten sie als Warnung für zukünftige Generationen von Malern erhalten bleiben, nicht im Dienst zu trinken. Vom Schutt des Krieges zu den Sternen. Die Odyssee der Operation Overcast. Als sich der Rauch des Zweiten Weltkrieges legte, entfaltete sich eine verdeckte Odyssee,
die still die aufkommende Weltraumrennen formen sollte. Unter dem Decknamen Operation Overcast führten die Vereinigten Staaten nach dem Krieg ein Manöver durch, das ehemalige Feinde zu unwahrscheinlichen Verbündeten machte, indem es den intellektuellen Macht von Wissenschaftlern aus dem besiegten Nazi-Deutschland nutzte. Der Name der Operation, launisch abgeleitet von den Büroklammern, die verwendet wurden, um die neu geschaffenen amerikanischen Identitäten an die Kriegsakten dieser Rekruten zu heften, verharmloste die tiefgreifenden Implikationen dieser Initiative. Unmittelbar nach dem Krieg im Jahr 1945, inmitten der Ruinen eines zerschmetterten Europas, vollzog die amerikanische Aufklärung ein kühnes Unterfangen. Sie identifizierten und extrahierten eine Gruppe deutscher Wissenschaftler, von denen viele ihre Expertise unter der Ägide des Dritten Reiches verfeinert hatten, indem sie an hochmoderner Raketentechnologie und anderen Kriegsinnovationen arbeiteten. Der prominenteste unter ihnen war Wernher von Braun, der Architekt der V-2-Rakete, der weltweit ersten ferngesteuerten ballistischen Langstreckenrakete. Von Braun wurde zusammen mit über 1600 anderen deutschen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern heimlich in die Vereinigten Staaten gebracht. Dieser Gehirnzugewinn war Teil einer Strategie, um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten nicht nur eine potenzielle Bedrohung neutralisierten, sondern auch in der bevorstehenden technologischen Vorherrschaft des Kalten Krieges in Führung gingen. Die Sowjetunion, Amerikas aufkommender Rivale, war in eine ähnliche Operation verwickelt, bestrebt, ihren eigenen Anteil an deutscher wissenschaftlicher Kompetenz zu erfassen. Die Einfuhr dieser Köpfe war nicht ohne Kontroversen. Viele dieser Wissenschaftler waren zwar keine glühenden Ideologen, waren aber in unterschiedlichem Maße mit den Kriegsanstrengungen des Nazi-Regimes komplizenhaft und teilweise Parteimitglieder. Die US-Regierung, die sich der moralischen Dilemmata bewusst war, wählte strategischen Vorteil vorrangig und säuberte die Hintergründe der Wissenschaftler, um ihre Zusammenarbeit und ihr Wissen zu sichern. Operation Overcast wurde zum stillen Dreh- und Angelpunkt, um den sich das Weltraumrennen drehte. Anfangs in Fort Bliss, Texas, und später in Huntsville, Alabama, angesiedelt, begannen von Braun und sein Team an Raketen für die US-Armee zu arbeiten. Ihre Arbeit gipfelte in der Entwicklung der Redstone-Rakete, die zur Vorlage für die Trägerraketen wurde, die Amerika ins Weltall befördern sollten. Diese deutschen Emigranten, einst wesentlich bei dem Terror von Kriegsraketen, die auf London niederregneten, waren nun entscheidend darin, den ersten amerikanischen Satelliten, Explorer 1, im Jahr 1958 in die Umlaufbahn zu befördern. Sie legten das technische Fundament, das schließlich amerikanische Astronauten, einschließlich der legendären Apollo 1-Self-Besatzung, zum Mond schickte. Die Erzählungen dieser Wissenschaftler sind durchzogen von Ironien und moralischen Komplexitäten. Von Braun beispielsweise war ein Mann, der einst einem Regime diente, das für unvorstellbare Gräueltaten verantwortlich war, wurde jedoch in Amerika zu einer charismatischen Figur, einem Befürworter der Weltraumforschung und letztlich zum Chefarchitekten des Saturn-5-Trägerrakete. Anekdoten aus dieser Zeit spiegeln oft die surreale Natur dieses Übergangs wider. Es wird erzählt, dass von Braun während eines frühen Raketentests zu seinen amerikanischen Kollegen bemerkte, die Rakete funktionierte perfekt, außer dass sie auf dem falschen Planeten landete. Dieser trockene Humor unterstrich eine Wahrheit über die Operation Overcast. Es war ein bizarres Kapitel der Geschichte, in dem sich die Trajektorien von Krieg und Erforschung kreuzten und zu einem Erbe führten, das ebenso tiefgreifend wie umstritten war. Während der Vorhang unserer Reise durch das verdeckte Arsenal der Alliierten im Zweiten Weltkrieg fällt, erinnern wir uns an die leisen Flüstern der Innovation, die Konflikte wendeten. Vom Himmel, der die rätselhaften Fu-Kämpfer sah, bis zu den Tiefen, wo die Eagle-Anti-U-Boot-Waffe ihre Beute suchte, kannte die Genialität der Alliierten keine Grenzen. Wir wurden Zeugen der Geburt von Technologien im Hitze des Krieges, die schließlich eine Welt des Friedens und des Fortschritts hervorbrachten. Lassen Sie uns mit den nachhallenden Worten von Winston Churchill gehen, der einmal sagte, der Mensch stolpert gelegentlich über die Wahrheit, aber meistens wird er sich aufheben und weitermachen. Tatsächlich, während wir weitermachen, tragen wir das Erbe dieser Geheimwaffen und der unbesungenen Helden, die sie führten, ein Zeugnis für menschliche Einfallsreichtum, auch inmitten der größten Widrigkeiten. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, und bis zum nächsten Mal bleiben Sie dran, um die Geheimnisse der Geschichte zu entwirren.